Hallo und herzlich willkommen zur neuen Ausgabe Neuigkeiten aus Gera für Thüringen. Ich bin Kira Bayer und das sind die wichtigsten News für Sie. Die Wölfin von Ohrtruf hat Besuch eines Artgenossen. Bei dem zweiten Wolf handelt es sich um ein deutlich größeres Exemplar. Der Nachweis erfolgte durch eine Kamera des Fotofallen-Monitorings, die der NABU Thüringen betreut. Sollte es sich um einen Wolfsrüden handeln, so könnte es bald in Thüringen ein Wolfsrudel geben, so der Sprecher der Landesarbeitsgruppe Wolf und Luchs Silvester Thamas. Ein Ausbau der Monitoringmaßnahmen ist wichtig, um mehr Wissen und Daten zur aktuellen Wolfssituation in Thüringen zu erlangen. So könnten detaillierte Aussagen zu den einzelnen Individuen gemacht werden. Jeder kennt die allgemeinen Aggregatzustände fest, flüssig und gasförmig. Das Plasma ist der vierte und weniger bekannte Zustand. Dabei wird die Materie so weit erhitzt, dass die Atome ihre Elektronen von sich abtrennen. Den Physikern der Uni Jena ist es nun gelungen, Plasma herzustellen. Dabei werden Nanodrähte aus Silizium mit einem kurz gepulsten Laser bestrahlt. Mit diesem Wege werden einige Probleme der Plasmaproduktion beseitigt. Außerdem kann bis zu 70% mehr Plasma produziert werden, bevor es expandiert. Mit bis zu 10 Millionen Kelvin ist das erzeugte Plasma wesentlich heißer als die Materie an der Sonnenoberfläche. Verschiedene Institute in Deutschland und Österreich unterstützen die Physiker in ihrer Arbeit. Ein Agrarbetrieb in Nesse-Apfelstädt erhält eine Plakette für ein schwalbenfreundliches Vogelhaus. Der Schwalbenbeauftragte des NABU Thüringen, Tino Sauer, übergibt die Plakette an die Agrar GmbH Gemstedt im Landkreis Gotha. Der Agrarbetrieb freut sich über die Schwalben auf seinem Gelände. Am Verwaltungsgebäude befinden sich 20 Mehlschwalbennester und an den Kuhställen sind noch etwa weiter 25 Nester zu finden. Mit der Verleihung der Plakette möchte sich der NABU bei Menschen bedanken, die Schwalben an ihrem Haus dulden. In den letzten Jahren hat der NABU über 1300 Plaketten in Thüringen verliehen. Am 6. Juni wurde in der Reichsstraße ein Feuer gemeldet. Mehr dazu sehen Sie im folgenden Beitrag. Großer Schreck und Massenauflauf am vergangenen Donnerstag in der Gerer Reichsstraße. Aus noch ungeklärter Ursache war gegen 7.40 Uhr im vierten Stock des Gebäudes der Deutschen Rentenversicherung in einer Toilette ein Feuer ausgebrochen. Nach Polizei- und Feuerwehrangaben mussten rund 600 Menschen daraufhin das Gebäude verlassen. Verletzt wurde niemand. Heute Morgen gegen 7:45 erhielt die Polizei von Gera die Information, dass es in einem Gebäude in der Reichsstraße zu einem Brandausbruch kam. Unverzüglich kamen Rettungskräfte zum Einsatz. Vor Ort sind aktuell Polizei, Rettungsdienst und Feuerwehr. Die Feuerwehr hat mit den Löschmaßnahmen begonnen. Aus noch ungeklärter Ursache entfachte das Feuer in einem vierten Obergeschoss des Gebäudes der Bundesagentur für Arbeit. Zum Teil wurden Personen aus dem Gebäude evakuiert. Nach derzeitigen Erkenntnissen wurde glücklicherweise keiner verletzt. Die Ermittlungen zur Brandursache werden aufgenommen. Der Löscheinsatz unter zwischenzeitlicher Vollsperrung der Reichsstraße stadteinwärts war gegen 9 Uhr beendet. Gegen 9.30 Uhr konnten die Beschäftigten laut Polizei wieder an ihren Arbeitsplatz. Das Landesprogramm Offene Geodaten ist ein großer Erfolg, berichtet Ministerin Birgit Keller. 2016 wurde das Programm gestartet. Ziel war der offene Zugang der Geodaten der Landesverwaltung. Dieser erfolgte durch eine einheitliche Lizenz. 2017 und 2018 wurden 100 Terabyte an Daten heruntergeladen. Rund 20 Millionen Mal erfolgt der Zugriff auf die GIS-Daten. Das Landesprogramm vereinfachte den Zugang zu den behördlichen Geodaten. Durch Internetrecherche konnten die Nutzerinnen und Nutzer kostenfrei auf 128 Geodatensätze und 67 Geodienste verschiedener Landes- und Kommunalbehörden zugreifen. Am 1. September treten die Profi-Radsportler zum Finale der Deutschlandtour an. Während sich die Routen für die Profis neben den Etappenstationen Eisenach, Oberhof und Erfurt noch in Abstimmung befinden, stehen die beiden interessanten Strecken für die Jedermann-Tour bereits fest. Beim Jedermann-Rennen kommen Hobby-Radsportler in den Genuss echter Rennatmosphäre. Thüringen-Wirtschaftsminister Wolfgang Tiefensee warb für eine Teilnahme möglichst vieler Thüringer. Interessierte können sich online unter deutschland-tour.com/jedermann für die Jedermann-Tour anmelden oder sich auf Facebook bei @dasistthüringen für das Thüringen-Team bewerben. Die Teamkapitäne des Thüringen-Teams sind die Wintersportler Erik Lesser, Diana Eitschberger und Frank Ulrich.
Die Stadt Gera ruft zur Gewinner-Challenge in den sozialen Medien auf. Die Bürger der Stadt sollen ein kurzes Video drehen, in dem sie mitteilen, warum Gera eine Gewinnerstadt ist. Hintergrund ist die Äußerung des Journalisten Sergei Lochthofen. In der Sendung Fakt ist behauptete er, dass Gera eine Loserstadt sei und dass junge Menschen aus Gera wegziehen sollen. Die Gerarer Bundestagsabgeordnete Elisabeth Kaiser, der Landespolitiker Wolfgang Tiefensee und Geras Stadtoberhaupt Julian Vonner widersprachen der Aussage Lochthofens. Auch zahlreiche Gerarer haben sich in den sozialen Medien zu Wort gemeldet. Die Freiwillige Feuerwehr Mitte, Stadtratsmitglied Nina Wunderlich und einige andere Bürgerinnen und Bürger haben bereits Videos dazu produziert. Nun richtet Erik Knöpfel seinen Blick auf Thüringen. Hallo und herzlich willkommen zum Thüringen-Blick. Thüringens Industrie ist auf Wachstumskurs. Im ersten Quartal konnte sie erstmalig den höchsten Zuwachs im deutschlandweiten Vergleich verbuchen. Wie das Statistische Landesamt weiter mitteilte, stieg der Umsatz der Thüringer Betriebe mit 50 und mehr Beschäftigten von Januar bis März gegenüber dem Vorjahresvergleichszeitraum um 5,9%. Für die zunehmende Digitalisierung braucht es Fachkräfte. Nach Angaben der Landesarbeitsagentur gibt es im Freistaat aktuell etwa 9.800 sozialversicherungspflichtig beschäftigte IT-Fachleute. Da der Bedarf an IT-Fachkräften steigt, ist es wichtig, junge Spezialisten nach deren Studium im Land zu halten und gleichzeitig auch ausländische Fachkräfte zu fokussieren. Höhere Kosten für verschiedene Lebensmittel sowie für Energie und Kraftstoffe machen das Leben in Thüringen teurer. Im Jahresvergleich sind die Verbraucherpreise im Mai um 1,4% gestiegen. Nach weiteren Angaben des Statistischen Landesamts ist der Preissprung bei Zwiebeln und Knoblauch besonders groß. Jedoch sind Obst und Speisefette günstiger geworden. Die Thüringer Verbraucher hatten 2018 trotz steigender Preise und nach Abzug der Inflation von 1,5% mehr Geld zur Verfügung. Nach Angaben des Statistischen Landesamts wird für die Berechnung der Nominallohn, also der tatsächlich ausgezahlte Lohn, betrachtet. Damit stiegen die Nominallöhne im Vergleich zu 2017 in Thüringen um 3,3% und die Inflation um 1,8%. Allerdings profitieren nicht alle von steigenden Löhnen. Die Städte Eisenach, Erfurt, Jena und Weimar hatten im ersten Quartal diesen Jahres mit etwa 252.000 Touristen einen deutlichen Besucherzuwachs zu verzeichnen. Nach Angaben des Statistischen Landesamts sind das 5,5% mehr als im Vorjahresvergleich. Insgesamt besuchten fast 708.000 Gäste das Land. Darunter kamen 5,9% aus dem Ausland. Ja, das war's von mir und ich gebe weiter an die Veranstaltungstipps mit Thorsten. Hallo und herzlich willkommen zu den Veranstaltungstipps. Zu der Kabinettausstellung Bionik, die Verbindung von Natur und Technik, lädt das Gera Museum für Naturkunde in Zusammenarbeit mit der Dualen Hochschule Gera-Eisenach ein. Über Jahrmillionen hinweg haben sich die heute lebenden Organismen an ihre Umwelt angepasst. Die Techniken, die sich dabei entwickelt haben, kopiert der Mensch schon öfter und schuf daraus verschiedene technische Konstruktionen. Diverse Ausstellungsstücke wie ein Laufroboter oder ein schwimmender Fisch sind vom 1. Juni bis zum 15. Oktober im Museum für Naturkunde in Gera zu bestaunen. Am 30. August zur Museumsnacht erfolgt dann der Höhepunkt mit einem Mitmachprogramm. Alles ist erlaubt. 1000 Jahre EAV. Mit diesem Motto begeht die erste allgemeine Verunsicherung ihr erstes 40-jähriges Bühnenjubiläum und zugleich ihre Abschiedstournee. Über 1500 Konzertauftritte hatte die EAV schon und bei einem der letzten 40 sollten sie dabei sein. Die Zuschauer erwartet ein Programm mit allem, was die Satiriker zu bieten haben, über Klassiker der alten Tage bis hin zu Titeln aus dem letzten Studioalbum. Ein Konzert in der Nähe findet am 20. Juli 2019 im Naturtheater Steinbach-Langenbach statt. Tickets und weitere Informationen finden Sie online unter theaterimgrün.de. Tja, das war's von mir und ich gebe jetzt zurück ins Studio. Danke, Thorsten. Und damit sind wir auch schon wieder am Ende unserer Sendung. Aufgrund des Umzugs des TMBZ Geras werden wir uns erst Mitte September diesen Jahres wiedersehen. Ich wünsche Ihnen eine schöne und erholsame Zeit und ich würde mich natürlich freuen, wenn Sie nach der Sommerpause wieder einschalten. Aber bis dahin machen Sie es gut und bleiben Sie gesund.